Mitte Februar in Straubing. Die Vorbereitungen zur Kommunalwahl laufen auf Hochtouren. An diesem Tag werden im Rathaus einige Wahlhelfer geschult. Denn in Straubing kommt bei der Briefwahl heuer erstmals ein neuer Lesestift zum Einsatz. Man muss sich das vorstellen wie so einen Barcode-Leser. Jeder Name auf dem Stimmzettel hat vorne dran stehen einen Barcode und man fährt mit dem Stift drüber und dann werden die Stimmen erfasst. Interessant ist, dass wir da gleichzeitig auch noch eine Plausibilitätsprüfung mit dabei haben. Das heißt, wenn die Stimmanzahl überschritten ist, dann meldet es uns das System gleich. Aber nicht nur bei der späteren Auszählung der Stimmen, auch bei der Ausgabe der Briefwahlunterlagen kommt der Stift bereits zum Einsatz. Bei der Briefwahlausgabe ist die Person händisch eingegeben worden, Geburtsdatum und Name oder bloß Name oder Geburtsdatum. Und dann haben die Unterlagen halt ausgestellt worden und jetzt streicht man mit dem Barcode drüber und dann hat man zu 100% die richtige Person. Für die Mitarbeiter im Wahlamt eine große Erleichterung, denn die Briefwahl boomt. Bis Donnerstag wurden in Straubing rund 7.700 Briefwahlunterlagen ausgegeben. Das ist ein Plus von etwa 45% gegenüber der Kommunalwahl 2008. Ein Trend, der sich abzeichnet, vor allem da bei der Briefwahl keine Gründe mehr angegeben werden müssen. Das wird sicher weiter steigen, besonders bei Wahlen, wo halt der Stimmzettel auszufüllen auch länger dauert. Bei der Europawahl oder bei anderen Wahlen, wo ich bloß ein Kreuz machen muss, ist sicherlich nicht das große Problem, aber viele wollen nicht die Wahlkabine blockieren und ewig drinstehen und dann suchen, sondern die möchten sich halt in Ruhe zu Hause überlegen, was wählen. Für den Aufbau der Wahlinfrastruktur ist der Bauhof zuständig. Er beliefert die 45 Wahllokale in Straubing mit etwa 200 Wahlkabinen und rund 100 Urnen. Und 4 Kästen Wasser pro Wahllokal dürfen auch nicht fehlen. Am Samstag holen sich dann die Wahlvorsteher die Unterlagen ab und am Sonntag wickeln wir dann die Kommunalwahl ab. Erstmal von 8 bis 18 Uhr die Stimmabgabe und ab 18 Uhr wird dann ausgezählt. Etwa 450 Wahlhelfer sind am Wahltag in der 45.000 Einwohnerstadt Straubing im Einsatz. Und auch sie sind bestimmt genauso gespannt wie wir, wie die Wahl ausgeht.